Im Mai 2010 war Baubeginn. Heute wurde Deutschlands modernste zentrale Notaufnahme im Klinikum Chemnitz an der Flemingstraße feierlich und vor allem planmäßig eröffnet. Insgesamt verfügt das zweigeschossige Funktionsgebäude über eine Nutzfläche von knapp 1300 Quadratmetern. Das gesamte Erdgeschoss ist für die Notfallversorgung der Patienten reserviert. Hier sind unter anderem 10 Untersuchungs- und Behandlungsräume, 3 Schockräume für die Erstversorgung, 3 Eingriffsräume, ein Gipsraum und ein Röntgenraum eingerichtet. Die Entscheidung, ein neues Notfallzentrum zu bauen, wurde bereits vor 6 Jahren getroffen, als wir festgestellt haben, dass die Anzahl der zu versorgenden Notfallpatienten sukzessive zunahm. Und wir haben dann vor 6 Jahren begonnen, die Planung durchzuführen, ein sogenanntes zentrales Versorgungszentrum, was für den ganzen Klinikumskomplex die Notfallpatienten aufnimmt und versorgt, zu etablieren. Und wir freuen uns, dass wir mit dem heutigen Tag eben dieses Notfallzentrum einweihen können. Und wir wollen zum 1. Juli anfangen, hier auch Patienten zu versorgen. Das neue Notfallzentrum beherbergt die meisten Fachdisziplinen des Klinikums Chemnitz und gewährleistet eine durchgängige, patientenorientierte, medizinisch-pflegerische Versorgung. Zur hochmodernen medizintechnischen Ausstattung zählen unter anderem ein neuer Computertomograph mit verschiebbarer Gantry zur rationellen Nutzung in 2 Schockräumen sowie angeschlossene Befundungsplätze. Zudem ist bereits seit März diesen Jahres ein PET-CT hier an der Flemingstraße in der nuklearmedizinischen Diagnostik im Einsatz. Weltweit gibt es nur wenige dieser speziell aufgerüsteten Positronen-Emissionstomographen, mit denen sich nun auch kleinste Metastasen sauber lokalisieren lassen. Interessierte Besucher können morgen am 19. Juni zum Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen des Klinikums werfen und sich selbst ein Bild von der neuen zentralen Notaufnahme hier an der Flemingstraße 2 machen.